Model, Hacker, was waren denn die genauen Business Cases? So. Ja, Vogelwild. Also ich habe nahezu jeden Job, nein, das ist übertrieben, aber sehr, sehr viele Jobs in meinem Leben schon gemacht. Ich war tatsächlich 10 Jahre als Fotomodell unterwegs, bin da viel rumgekommen in der ganzen Welt, von Südafrika, Athen, Mailand, alles Mögliche. Sehr, sehr, sehr viel gemacht, hat mir auch viel gelernt. Das war für mich immer Mittel zum Zweck. Das hat mir mein Studium finanziert. Ich habe dann am Wochenende an der Bar gearbeitet als Barkeeper. All das, um mir dann später auch meine erste Firma und die Gründung zu finanzieren. Wahnsinn. Wie alt warst du da, als du das erste Mal gemodelt hast? 15. Ja, 15 bis 25 habe ich es gemacht. Als Barkeeper habe ich dann von 19 bis 21 gearbeitet. Hast du da einfach angesprochen oder tatsächlich aus Eigeninitiative heraus? Ja. Du bist angesprochen? Ja, ja. Das hat sich so ergeben und das war damals eine super coole Einnahmequelle für mich. Mhm. Es war aber auch, und da habe ich schon mal bei einem Kollegen-Podcast von Aaron Brückner drüber gesprochen, der auch Model war und wir uns damals kennengelernt haben, ist schon auch eine Welt, die mir immer sehr befremdlich vorkam. Also sehr oberflächlich und ich mich nie wohlgefühlt habe. Mhm. Für mich war das immer nur Mittel zum Zweck. Ich wusste, damit verdienst du Geld und dieses Geld wird dir helfen, an deinem Humankapital zu arbeiten, weil du bist viel schlauer, als dich auf dein Körperliches zu reduzieren. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch sehr einfach gesagt und das gilt sicherlich nicht pauschal für die Branche, aber ich hatte damals das Gefühl, da gehörst du nicht hin und habe da aber tolle Erfahrungen gesammelt. Ne? Also ich sag mal so, mit 15 irgendwo in Athen alleine zu sein oder in Südafrika mit 18 3 Monate zu verbringen und auf dich allein gestellt zu sein, ist eine harte Schule. Ja, absolut. Und davon habe ich maximal profitiert. Ja. Definitiv. Genauso als Barkeeper profitiere ich heute noch davon, besser Nein sagen zu können. Ich war früher immer so ein Ja-Sager. Ja, ja, ja. Und an der Bar, wo jeder irgendwas von dir will, habe ich irgendwann mal gemerkt, nee, das gibt's jetzt nicht. Hier sind andere vor dir dran oder ich habe jetzt keine Lust oder wie auch immer, das bringt mich weiter. Das hab ich schon Nein gehört. Sagen. Ja, nie gehört. Und alles hat irgendwie so rückblickend dann dieses Puzzle zusammengebaut, das mich auch heute noch vor optimale Voraussetzungen stellt. Ja, Wahnsinn. Und damit hast du auch quasi Geld gesammelt, um dein erstes Unternehmen zu finanzieren, hast du gesagt. Was war denn genau dein erstes Unternehmen? Was hast du da gemacht? Die Firma Fruji, die es auch heute noch gibt, in 5 Städten in Deutschland, ein Obst- und Gemüseversandhandel. Also das heißt, wir haben Obst von Lieferanten gepackt in Obstkörbe und in Firmen geliefert, in einem Abo-Modell. Das war 2013 noch relativ innovativ. Da hat es der Obstkorb noch nicht auf jede Stellenanzeige und die Benefits geschafft. Wir sind ein innovatives Startup, wir haben einen Obstkorb. Ja, ja. Ja, da warst du einer der Visionäre dann. Ja, also es gab so 2 Player in Deutschland. Ich war kein Visionär. Ich habe irgendwie einen Trend erkannt und dachte, wir können das besser. Mein Mitgründer war bereits am Großmarkt verwurzelt. Dadurch hatten wir so ein bisschen Infrastrukturvoraussetzungen. Und so sind wir gestartet und war eine knüppelharte Zeit. Aber sehr lehrreich und natürlich umso schöner zu sehen, dass das Business auch ohne meine Hilfe, denn ich bin 2016 raus, sowohl als Geschäftsführer als auch als Gesellschafter, heute immer noch floriert und auch die Corona-Pandemie entsprechend überstanden hat, wo ja eigentlich alle im Homeoffice waren. Ja, ja. Das stimmt. Verrückt. Wahnsinn. Stimmt. Ja, Respekt. Jetzt, wenn man darüber nachdenkt. So. Und jetzt auch in die Verknüpfung zum Hacker. Ja, also wie gesagt, es ist vogelwild. Wir springen hier von Thema zu Thema. Aber das macht mich als Scanner-Persönlichkeit auch so ein bisschen aus, dass ich, das ist Fluch und Segen zugleich, sehr schnell Themen und Dinge durchdringe, Dinge von 0 auf 1 bringe, aber die Fähigkeit von 1 auf 100 nicht mehr so sehr habe, beziehungsweise dann auch schnell die Lust verliere, weil ich gemerkt habe, habe es ja jetzt verstanden, ich habe es jetzt gelöst. Mhm. Das bedeutet, während Fruji habe ich mich tatsächlich auch schon sehr, sehr viel mit so digitalen Themen beschäftigt, wollte da irgendwie mal reinschnuppern. Das war alles im Zeitalter von iPhone, das kam alles hoch und Apps und hier und Instagram. Und ich dachte mir, Mensch, sowas wollen wir auch bauen. Das finde ich doch cool, aber wir konnten alle nicht programmieren und hatten aber diese Ideen. Dann haben wir von sogenannten Hackathons Wind bekommen, Programmierwettbewerbe, wo man sich ein Wochenende einschließt, Designer, Programmierer und irgendwelche Marketingleute an Ideen arbeiten, fertige Produkte bauen. Dann sind wir da hingegangen und gemerkt, boah, das sind ja echt coole Leute, die in kürzester Zeit tolle Sachen bauen. Jetzt dachten wir, die bauen für uns an einem Wochenende die Ideen, die wir uns in den Kopf gesetzt haben. Dem war natürlich nicht der Fall. Also was haben wir gesagt, wir machen eigene Events. Wir hosten eigene Hackathons. Das hat gut funktioniert. Da haben wir uns ein großes Netzwerk an wirklich Top-Leuten aufgebaut. Das ist zum Beispiel auch beeindruckend, weil ich meine, er hatte davor irgendwie nie Erfahrung gehabt und bekommt es aber jetzt trotzdem in erfahrenen Leute, die
offensichtlich auch es drauf haben, an einen Fleck zu bringen. Also was hat die jungen Leute dazu bewegt, da mitzumachen? Man darf das nicht unkommentiert lassen. Es ist nicht normal, dass man sagt, hat jetzt nicht geklappt. Wir gründen einfach ein eigenes Event. Das ist halt schon so ein Gründerding. Ja, richtig. Also wir haben auch sehr schnell gemerkt, dass in dieser ganzen in diesem Hackathon-Ökosystem maximale Intransparenz existiert. Mhm. Keiner wusste, wann, wo, welches Event stattfindet, wo es welche Preise zu gewinnen gibt. Und wir wollten da einfach auch eine gewisse Norm einziehen und wollten Events gestalten, die coole Preise haben, die geile Challenges haben, die ein cooles Umfeld bieten. Und das nahmen natürlich alle Teilnehmer, die diesen Skill nicht hatten, die konnten super gut programmieren und designen, aber diesen Business-Skill eben nicht hatten, super dankend an. Mhm. Und so haben wir uns eigentlich ganz gut ergänzt und konnten so dieses Netzwerk aufbauen. Spannend, spannend. Und dieses Netzwerk hat dann irgendwann dazu geführt, dass wir gemerkt haben, Mensch, das sind alles Leute, die kriegst du als Unternehmen gar nicht beschäftigt. Ja. Ja, als mittelständisches Unternehmen, als Großkonzern, da sind die Rollen so vordefiniert, da hast du gar nicht die Möglichkeit, irgendwie an innovativen Projekten in der Form, wie du es vielleicht möchtest, zu arbeiten, als guter Hacker. Sondern da heißt es, du bist für die Webseite zuständig und schieb den Button von A nach B. Und so war die Idee zu Hackerbay geboren, als dass wir eben dieses Netzwerk nutzen und in ganz kleinen, isolierten Teams in die Firmen einpflanzen, um an den schwierigsten Aufgaben zu arbeiten, die sie nicht gelöst bekommen und dann wieder rauszugehen. Und hatten damals dann in Silicon Valley dafür auch eine Finanzierungsrunde bekommen, als eines der damals sehr wenigen Unternehmen in so einer Seed-Runde und ja, 2016 dann da drüben gelebt und gearbeitet. Ja, aber jetzt sag mal ganz ehrlich, ja, wenn du jetzt in Silicon, also wir reden hier über Silicon Valley, du gehst da hin und musst da jetzt andere Leute davon überzeugen, in dich und in deine Firma zu investieren. Wie hast du dich gefühlt? Versetz uns mal in deine Lage. Tatsächlich war das alles, es war spektakulärer, aber auch gleichzeitig unspektakulärer, okay, als man denkt. Ja. Ja, also es ist nicht Höhle der Löwen oder so, ja, sondern mein Mitgründer Marc hatte damals eine Sicherheitslücke in der Webseite des Investors entdeckt und das Passwort zurückgesetzt und ihm dann geschrieben und meinte, ja, du hast hier eine Sicherheitslücke und übrigens, wir haben dein Passwort zurückgesetzt. Sprich mit uns, dann kriegst du es. Oh mein Gott. Und das fand ich... Was? Ja, illegal. Und das fand... Das fand er so geil. Ja, aber waghalsig. Dass er gesagt hat, ihr seid Killer. Krass. Ich will mit euch sprechen. Und dann hatten wir drei Interviewschleifen und drei Wochen später waren wir drüben. Mhm. Ja. Ey. Das war schon echt... What? Das ist krass. Das ist wie in einem Film. Ja, ja. So kann so ein Suit... Ja, das und das ist aber auch das größte Differenzierungsmerkmal, was wir in dem Moment auch gemerkt haben zwischen dem europäischen oder vor allem deutschen Investoren-Game und dem, was in den USA stattfindet. Hier in Deutschland investiert man in das Startup, in die Zahlen und die Upside. Mhm. Oder halt das, was man bereits vorzuweisen hat. Ja. In den USA investiert man wirklich in die Menschen. Die Gründer. Ja. Und der hat gesehen, boah, wenn die so durchziehen und so rücksichtslos sind, dann... Die brauche ich. Geil. Die kriegen die Kohle. Hammer, 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 Hammer. Und ihr habt auch wirklich keine kleinen Kunden dann quasi aufgenommen. Ihr habt ja mit wirklich großen Firmen zusammengearbeitet. Ne? Ja. Vodafone, lese ich hier, Microsoft, BMW, Hugo Boss. Ja. Das ist ja auch verrückt. Ne? Wie kommt man an solche Kunden? Ich meine, da musst du ja für solche Ebenen wahrscheinlich auch mit Vorstandsebene sprechen, oder? Wenn du sowas verkaufst. Wir haben tatsächlich auf C-Level-Ebene verkauft. Das waren auch große, zum Teil auch dann siebenstellige Bereiche, in die wir reinverkauft haben. Ja. Und am Ende haben wir einfach verdammt gut verstanden, wie wir uns verkaufen müssen.